Frankfurter grüne Soße oder wie die Frankfurter selber sagen, Grisos. Um diese leckere Soße mit frischen Kräutern ranken viele Mythen, Vermutungen und Erzählungen. Wer hat sie erfunden? Wann wurde sie erfunden? Wo kommt sie eigentlich ursprünglich her? Und so weiter und so weiter. Aber niemand weiß nichts Genaues. Und so gibt es auch kein Originalrezept. Aber bei einem sind sich alle einig. In die Frankfurter grüne Soße gehören immer 7 Kräuter. Welche das sind und welche kleinen Abwandlungen man vornehmen darf und wie ich diese Soße mache, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Sieben Kräuter sollen es sein, natürlich frische Kräuter. Hier die Kräuter und alle weiteren Zutaten. Für 4 Personen benötige ich 2 Gramm Borretsch, 16 Gramm Dill, 6 Gramm Kerbel, 68 Gramm krause Petersilie, 6 Gramm Pimpinelle, 21 Gramm Sauerampfer, 5 Gramm Schnittlauch, 3 Becher saure Sahne, 3 Becher Schmand, 3 Esslöffel Mayonnaise, 2 Teelöffel Senf mittelscharf, 1 Spritzer Siebenkräuteressig, 1 Spritzer Zitronensaft, 1 Teelöffel Honig, Salz, Pfeffer zum Würzen und 10 hartgekochte Eier. Übrigens, in Hessen gibt es zum Frühlingsanfang in gut sortierten Supermärkten diese Kräuterzusammenstellung auch fertig abgepackt. Auf diesem Bild sind nur 2 Becher Schmand zu sehen, ich habe allerdings 3 verwendet. Alle Zutaten wie immer unter diesem Video zum Nachlesen. Und los geht's! Erstmal werden die Kräuter geputzt. Alle Bestandteile, die in die Soße kommen, werden von den Stielen entfernt. Das ist so ziemlich die einzige wirklich aufwendige Arbeit, die man dabei hat. Ich habe die Kräuter in einem Sieb aufgefangen, gewaschen und dann abtropfen lassen. Das einzige, was ich mit dem Messer schneide, ist der Schnittlauch. Hier mal ein kurzer Trick, wie man Schmand oder auch saure Sahne aus einem Becher rauskommt, ohne hinterher lange mit dem Löffel alles auskratzen zu müssen. Alle anderen Kräuter werden jetzt am besten in einem elektrischen Gemüse- oder Kräuterschneider zerkleinert. Die so zerkleinerten Kräuter und das von Hand geschnittene Schnittlauch jetzt zu der Soße hinzufügen. Gut verrühren, Senf, Essig, Zitrone und Mayonnaise zur Soße hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer und dem Honig abschmecken und dann ist eure Soße fertig. Ich mag im Übrigen die hartgekochten Eier geschnitten bereits in der Soße. Wie man hartgekochte Eier in Sekundenschnelle pellen kann, das erfahrt ihr in diesem Video hier oben. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.